So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zum finalen Part des legendären Battles. Let's Battle Halloween. Und als letztes Game haben wir uns Zombie Master, und es heißt eigentlich Zombie Waster, ausgesucht. Waster, oder? Ich meine, es ist egal. Auf jeden Fall das Game. Zombie-Abfall. Ganz viel Zombie-Abfall. So. Gehen wir schon mal auf New Game. Jo. Es geht eben darum, es gibt 4 Lines von Zombies. Am Ende sind 4 Freunde. Wir dürfen nur die Zombies töten. Es geht wieder nach Punkten. Und sobald man einen der Freunde trifft, ist die Runde, ist das Spiel vorbei und man kriegt eine Punktzahl. Oder ein Zombie bis zu dir vorne hinkommt. Natürlich. Gut, da das letzte Spiel ist, machen wir ein Time Limit von 10 Minuten hier drauf. Und sobald die Uhr startet, drücken wir auf Start. Und ja, ich habe das erste Spiel gewonnen mit viel Können. Er hat das zweite Spiel mit Glück gewonnen. Ja, dreht es um, dann stimmt. Ja, okay, alles klar. Und das dritte Spiel wird sowieso durch Schlag entschieden. Sehr schön. Gib mir einen Countdown. Wenn Mera besprochen hat. Dann gib mir einen Countdown. Game Start in 3, 2, 1, go! Konzentration jetzt. Denk nicht an fremde Penis oder Schafe. Da hab ich nicht so die bei mir leckt das gerade so ein ganz, ganz kleines bisschen. Mi. Wave 1 complete. Ja, die erste Welle ist doch noch pups einfach. Du musst einfach noch nicht nervös werden. Ja, dann hör auf zu davon. Ich mach mich ja nicht nervös, ich mach dich damit nervös. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass der in der dritten Reihe kopfüber hängt? Fuck! 2-7. 3-6. Komm, in einem Zombie-Abschießspiel muss ich doch gewinnen. Ja, stimmt schon, du hast hier die Resi-Let's Plays gemacht. Deshalb. Es wäre eine Schande, wenn ich nicht gewinne. So, Zettel Welle 3. Es wäre gut, wenn du nicht gewinnst. Da muss ich nicht Ex Mortis machen. Du hättest aber verdient, du Arschloch. Nein! Welle 3 geschafft. Immer noch 3-7. 3-6 ist jetzt das Beste. 3-9 bei mir bisher. Ich hab einmal zu früh geschossen, da war der Zombie noch nicht richtig aus dem Boden und ich habe den Typen dahinter getroffen. Bam, Welle 4 geschafft. Score? 5-8. Nein! Scheiße! Ich kann mich grad voll nicht konzentrieren. Welle 5 geschafft. 8000. Nicht im Ernst. Ohne Scheiß. Okay, ich hab verloren, ich muss 6 Mods machen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich muss mich nur genug konzentrieren und nicht auf sein Gelaber hören. Fuck. 9800. Bisheriger Highscore. 9800. So. Ich gönn mir erstmal was zu trinken jetzt. Ich hasse dich. Ich möchte aber bitte, dass du bei Ex Mortis die Bücher auch schön durchliest, ne? Wie viel waren das? Im ersten Teil waren es 4 und im zweiten Teil war es ein Buch, was mich eine halbe Stunde gedauert hat zum Lesen. Und noch ein zweites, wo ich einfach gesagt habe, fickt euch. Ich meine dein Highscore. Ach so, 9800. Welle 5. Fuck. Ich hab den Dicken umgebracht. Nein! 9100! Okay, ich muss doch nochmal die 10.000 holen. Wie viel hattest du? Ich guck halt mal, wenn die Welle zu Ende ist. 9800. Also, ich hätte nur einen mehr killen müssen, hätte ich dich gehabt. 9800, ne? Ja, ich hatte 9100, das sind 700 7 killen, okay. Ich hab gedacht, gibt 1000 Punkte für einen. Ich dachte schon, du hättest immer da versagt. Das sowieso. Ich kann nur zählen, wenn ich Hello Kitty hab. Das stimmt. Als Vorlage. Als Wix-Vorlage, meinst du?
Das sowieso, aber nur im Schafskostüm. Okay. Das stimmt natürlich. Oder im Messdienergewand, wer weiß. So, Welle 4. Ich bin hier nicht der Priester. Das stimmt. Okay, mit der Zeit spielt man sich etwas ein. Fuck! Ganz knapp. Da wollte ich erst in oben erledigen. Ich frag mich, wieso rettet er die nicht einfach und danach kann er so viel abschießen, wie er will. Und was ist das bitte für eine geile Infinite Shotgun? Sollen die mich auch für zu Hause haben? Sei bitte ruhig. Okay. Scheiße! Ah, 9000. Ich bin gerade unkonzentriert. Hat ja auch ein bisschen was mit Glück zu tun, wie die Mobs spawnen nachher im letzten, also so ab 5. 10.050. 500, nicht 50. Ich hasse dich. Ich weiß. Fuck, ich hab die Alte umgebracht. 11.800. Falscher Stift, schreibt nicht, dafür schreibt er. 11.800. So. Das Lustige ist, ich brauche mir meinen Score nicht zu merken. Ich merk mir einfach nur deinen, um zu wissen, ob ich drüber oder drunter bin. Ja. Nur ganz ehrlich, das Spiel macht irgendwie sau fahren, muss ich sagen. Boah, jetzt ist Welle 1 voll Popel dagegen. Scheiße! Ich hatte es so. Einmal zu viel geschossen, dann wäre ich schon wieder über die 9000 gewesen. Ja, sowas ist nervig. Ganz ehrlich, ich verliere gerade nur, weil ich zu aufgeregt bin. Okay, soll ich die Fresse halten? Nee, das ändert auch nichts. Ist dir aufgefallen, dass da hinten im Hintergrund ein Haus brennt? Ja. Okay. Genauso wie der Typ, dass der Typ verkehrt rumhängt. Und die Tuse voll die geilen Möpse hat? Naja, geht. Ich finde aber der Unterschied sieht irgendwie aus wie Shaggy von Scooby-Doo. Das stimmt. Das nervt mich, mal mit Welle 1 anzufangen. Ja. Das Witzige war, im Training warst du hier ja schon wieder besser als ich. Aber es tut mal gut, keinen Ex-Mortis-Teil zocken zu müssen. Ben Leffler, der Wichser. Alter, das war gerade so heftig. Fuck! Wie viel? Immer in Welle 6. Immer in Welle 6 versage ich. Aber immer. Okay. Weil ich einmal entweder zu oft drücke, wenn da 3-4 Zombies hintereinander kommen, oder weil ich einmal zu zaghaft die Taste drücke und dann nicht nach oben gehe. Ja, das kenne ich. Shit. Welle 1 war. Ich hab mir den Welle 1 verkackt. Und ich hab gerade kein Blut mehr in der rechten Hand. Die ist eiskalt. Das kenne ich. Sollen wir mehr als 10 Minuten machen? Mir ist das egal. Könnte von mir jetzt auch gern 15 Minuten draus machen. Ja, weil das Problem ist, dass das hier halt immer wieder ewig dauert, wenn man von 1 anfangen muss. Dann machen wir daraus 15 Minuten. Okay. Da haben die Leute auch mehr von. Jo. Und ich versag natürlich mal wieder. Ja, da können die Leute noch ein paar 5 Minuten länger sehen, wie du verkackst. Und dann beim letzten Try, wie du im ersten Video einfach mal den Highscore holst. Ja, siehst du mal. Das Glück ist auf meiner Seite. Ja, ich weiß, ich träume von vielen Sachen nachts. Fuck.
Das heißt, ich hab wieder mal einen schönen Leck drin und bin deswegen auch so den 1-1 zu weit gegangen. Hab der Typ mir auch den Arsch zerstrabbelt. Wie drückst du eigentlich die Tasten? Ich drück zum Beispiel alles nur mit dem Mittelfinger. Was? Ich hab den linken Zeigefinger auf der Leertaste, den rechten Zeigefinger auf unten und den rechten Mittelfinger auf oben. Okay. So kann ich nicht spielen. Wenn ich dran gewöhnt, geht das so echt gut. Fuck, einmal zu viel. Also ich brauche auf der Leertaste meinen Daumen und ja, hoch und runter bediene ich eigentlich immer nur mit Mittelfinger. Anders komme ich auch voll durcheinander, ich habe es gerade probiert, da kam ich nicht mal über Welle 4. Okay. Und wie merkst du dir die Reihen? Ich zähle. Okay, ich auch. Ach fuck! Jetzt bin ich voll unkonzentriert gerade. Nee, weil... Ich aber auch. Nee, weil visuell ist das gerade... Oh Gott, zweiter Schuss schon verkackt. Visuell geht das nicht. Visuell steht da ein bisschen zu hoch, muss ich sagen. Ja, du guckst einfach, wo die Monster spawnen und zählst die Tasten, die du drückst. Richtig. So, fünf, noch jetzt in 10 Minuten vorbei. Okay, nach 5 Minuten. Jetzt mal wieder ernst, bin ein bisschen weniger gequatsche. Alter, war das mies. Kram. Unten ganz oben. Das ist mies, ja. Ich hasse es, wenn ich alle 40 Sekunden einen kleinen Leck hab und dadurch auszusehen mich verzähle. Jetzt bitte Ruhe. Scheiße, 9300. Wie viel hattest du? 11.800. Schaffe ich nicht, sage ich dir ganz ehrlich, schaffe ich nicht. Wäre ein Wunder, wenn ich die 10.000 jetzt noch knacke in den letzten Minuten. Und ich mich jetzt wieder nicht konzentriere und auf More Games klicke. Du suchst schon fürs nächste Special das Battle raus, ne? Ja, naja, ich bereite mich schon mal auf Ex Mortis vor. Mach das. Aber das wird ja nicht das einzige Battle bleiben, was wir machen. Nee. Wenn die Leute noch mehr Battles sehen wollen, schreibt es am besten in die Comments. Dann überlegen wir uns vielleicht sogar einen Battle-Channel zu machen, das Ganze mal monatlich zu machen oder so. Oder wöchentlich. Von mir aus auch wöchentlich. Ihr könnt auch dann gern Battle-Games vorschlagen oder so. Wie gesagt, einfach mal Feedback geben, wie euch das Ganze gefallen hat. Ja, am besten immer 3 Games oder ein Game mit 3 Runden. Wer gewinnt? Jo. Ich muss nur meinen Kopf ausblenden, nur als Maschine handeln. Willst du mich verarschen? Nein. Ich schalte meinen Kopf aus und bin eine Maschine. Klappe jetzt. 15.100. Puls 200. 2 Minuten. Warte.
10.500, ich komme jetzt zur Welle 7. 15.100 was bei mir. Fuck! 11.800 wieder. Scheiße, wer, du gewinnst jetzt noch, ey. Ich würde mich so freuen. Oh. Wir haben noch eine Minute. Das heißt, für dich fängt jetzt das letzte, also das letzte Spiel an. Ich fange jetzt mein letztes Spiel an. Das wird definitiv länger als eine Minute dauern. Also es ist jetzt für mich mein letzter Versuch. Halbe Minute. Welle 4 jetzt. Zehn. Neun. Ach. Ich bin voll nervös gerade, wenn meine Finger zittern richtig. Zeit vorbei. Die Runde wird fertig gespielt. Fuck! Hast gewonnen. Ich konzentriere mich gerade noch, okay, bevor ich mich freue. Shit, hätte mir nur bloß 10 Minuten gesagt, hätte ich gewonnen. Scheiße. Ja, hättest du auch. Bevor ich dann die Maschine gemacht habe. Gegen die Maschine habe ich natürlich keine Chance. Glückwunsch. Ich bin jetzt gerade aber auch wieder bei einem Run über 10.000. Naja, ein guter Abschluss und ich hätte es nicht gedacht, dass ich wirklich mit dieser einen guten Runde noch gewinne. Nächstes Mal lasse ich mich nicht von dir überzeugen, nochmal 5 Stunden länger zu machen. Andi, du wirst es zwar spielen, aber ich werde dich begleiten, wenn du es willst. Machen wir daraus ein Partner-Let's Play? Dass du spielst es und ich gucke dir über die Webcam zu. Das klingt mir nach einem fairen Deal. Alles klar. Ja, das war unser Halloween-Let's Play. Wenn es euch gefallen hat. Wie gesagt, das war jetzt unser erstes Battle. Bei weiteren Battles werden wir um einiges härter miteinander umspringen, wenn gewollt. Mit auch anderen Bestrafungen. Ihr könnt auch Bestrafungen vorschlagen, Spiele vorschlagen. Ja. Was weiß ich, Flasche Tabasco-Echsen. Per Video. Per Video sowas oder Currywurst einer bestimmten Schärfegradstufe oder so ein Kack. Also ich bin für vieles offen, außer irgendwelche scharfe Rippen. Ja. Zum Beispiel, weil das macht einen in seiner Freizeit, dafür brauche ich nicht dann extra noch ein Video. Ex-Mortis 3, nein. Ich dachte nach 2 Ex-Mortis 3 muss ich mir den dritten auch noch antun. Fuck. Aber gut, gehen die mal. Naja, wir tun uns ja zusammen an, von daher. Ja, aber guck mal, es ist fair. Dafür habe ich beim ersten Spiel direkt gewonnen. Dafür ist es eigentlich nicht was. Beim ersten Spiel hast du auch beim letzten Versuch voll Lack gehabt. Und ja, jetzt beim dritten Spiel war es genauso. Du bist dauernd vorne, habe ich einen guten Versuch und. Ja. Fuck. Naja. Das ist aber wirklich so, bei so Spielen musst du deinen Kopf ausblenden und nur auf das achten, was passiert. Ja, du musst zählen, du musst einfach nur 3, 2, 2 runter, 2 hoch, 2 auf, schießen. Genau. Ja. Okay, Leute, das war das Battle. Es gibt dann noch ein, zwei andere Specials, die es zu sehen gibt, wenn ihr die schon kennt. Dann freut euch auf die nächsten Tage, da werden wir nämlich auch wieder was hochladen. Was ist bei dir in den nächsten Tagen so dabei? Die nächsten Tage, ich weiß noch nicht, ob es an Halloween hochkommt, ob ich es zeitlich schaffe, aber Halloween oder ein, zwei Tage später kommt die Amnesia-Story-Interpretation mit, ja, im Let's Play zeigen wir das Ende, was wir erspielt haben, und in der Story-Interpretation werden alle anderen Enden des Spiels gezeigt, plus, ja, die Story interpretiert. Darauf könnt ihr euch freuen und, ja... Ich glaube, das haben wir bei Amnesia auch schon erwähnt, aber wenn ihr Wünsche für ein neues Horror-Let's Play habt oder überhaupt irgendwelche Let's Plays, Flash Games, Battles, haut's in die Comments, wir machen's für euch. Genau.
Bei mir, um noch ganz schnell was Abschließendes zu sagen, geht es endlich weiter mit Resident Evil 2. Wenn Dark Crisis PC nach gefühlten 8 Milliarden Jahren endlich wieder auf heile ist, geht es jetzt Anfang des nächsten Monats, also wenn ihr das hier seht, in 2-3 Tagen, weiter mit Resi 2. Und endlich ist Chris back, auf jeden Fall. Endlich. Okay, Leute, haut rein, Happy Halloween! Schreibt uns, ob ihr mehr Battles sehen wollt. Wir haben auch schon überlegt, einen Battle-Channel zu machen. Mal gucken. Auf jeden Fall, haut rein, bleibt fresh. Bis dann, Leute. Ciao.